Hallo, ich bin Jasmin von Stempel nochmal. Ich habe heute eine Karte für euch und zwar eine, ja man nennt es ja immer Funfold-Karte, also eine Karte mit einer besonderen Faltung. Man könnte sie theoretisch auch hinstellen und man kann so eine Szene gestalten, wenn man möchte. Und ich habe mir dazu die Kollektion Bezaubernde Bucht ausgesucht. Theoretisch kann man wieder alles nehmen, was man hat, aber ich habe also überlegt, irgendwas, was da so herlaufen könnte, habe an irgendwelche Tiere gedacht. Ich hatte auch, also das ist das, was ich genommen habe. Ich finde, ich bin sonst nicht maritim angehaucht. Ich wollte schon wieder mediterran sein. Aber die gefällt mir echt gut, diese Kollektion. Ich weiß nicht, ob es die Farben sind. Ich finde auch die Vögel so zuckersüß, weil die ja hier so als Family irgendwie daherlaufen. Aber ich habe auch gedacht, man kann ja alles nehmen. Ne? Man könnte zum Beispiel auch einen Bauernhof nehmen. Man könnte auch Blumen nehmen. Man könnte auch hier links so eine Frau hinstellen und dann noch drei Blumen daneben setzen. Ach, da geht wieder alles. Aber was auch süß wäre, die Wichtel funktionieren. Der Osterhase, das hier hatte ich noch gedacht, weil hier gibt es auch so schönes Papier, was so eine Landschaft schon an sich hat, was man dann auch in Stücke schneiden kann und dann ist eben unten Gras und oben ist der Himmel. Und dann hat man die schönen Tiere, die man da irgendwie langlaufen lassen könnte. Es sind noch Blumen oder hier diese kleinen Streublümchen könnte man draufkleben. Also das wäre die zweite Option gewesen. Ich habe aber, wie gesagt, die Meeresbucht genommen. Da. Und ich finde das wirklich echt schick. Das ist kleines Papier, gefällt mir auch gut. Man muss nicht immer 30,5 x 30,5 haben. Ich freue mich auch mal, wenn das ein kleinerer Block ist. Und die Farben sind Blütenrosa, Jade, Babyblau, Marineblau, Gold und Perlmutt. Perlmutt. Marineblau ist ja somit mein Lieblingsblau. Deswegen ja, hat das alles gut gepasst. Und das ist wirklich ganz einfach. Also das kann auch ein Anfänger. Ich würde behaupten, es kann auch jemand, der noch nie gebastelt hat. Ja doch, das ist wirklich simpel, aber macht was her, ne? Wir starten. Das ist das Stempelset. Und hier sind die Stanzformen. Ich habe schon ein bisschen rumexperimentiert und hatte noch so viel Abfall. Das habe ich jetzt, nutze ich natürlich gleich weiter. Ich zeige euch aber trotzdem mal, wie man das ein oder andere stempelt und ausstanzt. Und hier ist das Papier. Und theoretisch kann man sowas auch nehmen. Fand ich jetzt aber nicht ganz so schön, weil es dann oben so dunkel ist. Das ist ja hier wahrscheinlich, ja oder so ist das Meer und hier oben ist der Himmel. Ne? Dann würden die Vögel im Wasser laufen. Ich meine, das ist alles künstlerisch erlaubt, aber ich nehme, glaube ich, einfach wieder das, was ich eben hatte. Und man hat natürlich auch hier den Vogel, kann man auch ausstanzen und den Krebs, wenn man sagt, ich möchte nicht stempeln. Hier hat man Wellen, da könnte man sich auch was rausbasteln. Hier kann man vielleicht nochmal so die ein oder andere Muschel ausschneiden. Oder man nimmt hier nur so Holz und lässt alles davor herlaufen. Hier hat man es nochmal in, ja, was ist das, Savanne oder was, ne? Gucken, wo die Seite ist, die... was war denn auf der Rückseite? Das hier, ne? Da ist noch eine. Also ich nehme das jetzt wieder. Das hat mir gut gefallen. Man muss auch gar nichts daherlaufen lassen. Ne? Man kann auch einfach nur schönes Designerpapier dahin kleben. Funktioniert auch. So, die Kartenbasis ist dann aus Marineblau. Und das kürze ich mir erstmal auf 29.
Und dann müsst ihr jetzt überlegen, ob ihr zwei Karten machen wollt oder eine. Wenn ihr zwei machen wollt, dann könnt ihr gleich das ganze Blatt auf 20 kürzen. Ich mache es jetzt mal so, als wäre es eine. Dann würde ich mir erst 14,5 abschneiden. Dann auf 20 kürzen. Und dann bei 10 falzen. Ich habe es jetzt nicht bei 10,5 gemacht, was das normale Kartenmaß ist, weil dann die Fächer so ungerades Maß hätten. So sind die jetzt immer 4,5. So, und dann einfach nochmal zur 5 schieben und da auch nochmal falzen und dann war es das schon. Ja, und jetzt klappen wir das gleich so und so und haben dann schon unsere Faltung. Ganz easy peasy. Dann können wir auch gleich das Designerpapier noch schneiden. Das muss jetzt auf 14 gekürzt werden. Und dann sind die einzelnen Streifen 4,5. Wenn ihr so ein fortlaufendes Muster wählt, dann passt auf, dass ihr auch wieder seht, wie das so zusammenkommt. Und dann brauchen wir noch einen weißen Streifen, wo quasi der Spruch drauf kommt. Und der ist auch 14 mal 4,5. So. Dann kann man sich das schon mal hier so ein bisschen aufbauen, dass man nichts durcheinander bringt. Das hier müssen wir jetzt auf jeden Fall gleich bestempeln, bevor wir das aufkleben. Falls wir irgendwie da was verschmieren, dann muss man nicht gleich hier nochmal irgendwas kaputt reißen, sondern kann das dann einfach nur nochmal machen. Und ich habe mir gedacht, es sieht ganz hübsch aus, wenn hier unten nochmal so wie so eine Art Sand ist, weil das hat die Seite jetzt gerade nicht so richtig intensiv. Deswegen nehme ich mir einfach ein Reststück Savanne und die Stanzmaschine. Und bei den Stanzformen ist hier so ein längliches Teil dabei. Das lege ich mir jetzt hier oben an. Die kleine Maschine mag so lange dünne Stanzformen nicht ganz so. Da müsst ihr gucken, dass er hier oben so ein bisschen versetzt auflegt und dass die Stanzform nicht direkt oben anfängt. Das hat einfach was damit zu tun, weil die Platten ja nicht ganz so lang sind. Also die Platten sind fast so lang wie diese Stanzform und dann kann die Maschine das nicht so richtig greifen. Mit der normalen klappt das besser, aber so, ihr seht, es funktioniert auch. Man muss immer nur ein bisschen wissen, wie man es anlegt. Ärgert mich die Sonne jetzt doch hier? Nee, es geht. Dann schneide ich das schon mal so grob ab. Und dann machen wir den Rest gleich mit dem Papierschneider weiter. Das muss noch gekürzt werden. So, und dann können wir jetzt aber schon mal so ein paar Sachen stanzen, wenn ich sie jetzt schon einmal hier habe. Ich zeige euch mal die große Muschel, die finde ich sehr schön. Komm her! Die habe ich einfach halbiert. Man kann die aber natürlich auch ganz lassen, die ist ja so quasi so aufgeklappt. Man könnte so eine Perle reinsetzen, dann hätte man, ne, wie so eine, wie heißen die? Keine Ahnung. So, dann machen wir noch ein bisschen was Güldenes. Da habe ich hier dieses schöne goldene Glitzer. Schneide ich mir mal nur so ein Stück raus, weil in dem Gold habe ich diese kleinen Muscheln gemacht. Das ist schon wieder hier alles so durcheinander, weil ich jetzt fast alles hier benutzt habe. Hier, ich habe die genommen. Wenn man einmal dran ist, kann man ruhig auch
alle Muscheln hier, die man so hat. Auf einmal, auch wenn man vielleicht nur eine braucht. Weil nachher meint man, da fehlt noch eine Muschel. Und dann hat man sie schon. Kennt das Spiel. So sehen die aus. Die haben halt auch diese Prägung mit drauf. Und durch dieses goldene Glitzerpapier glänzen die halt auch noch so schön. Und dann hat man eben auch noch so ein paar Pflänzchen. Ich habe so einen Misch gemacht. Ich habe Savanne genommen, ich habe Kraftpapier genommen, ich habe hier Minzmakrone genommen und dann habe ich die Pflanzen einfach so ein bisschen bunt gemischt. Damit so ein bisschen Farbe ins Spiel kommt. So, und wenn man möchte, kann man jetzt, wie gesagt, diesen Vogel aus dem Designerpapier ausstanzen. Das habe ich einmal gemacht. Und auch diese Muschel, den Krebs. Dann sehen die so aus. Kann man auch nutzen, ne? Vielleicht hat man ja auch gar nicht das Stempelset. Wobei bei der Kombi macht das schon Sinn, beides zu haben. Aber ich stempel jetzt nochmal den anderen Vogel. Und zwar habe ich da Marineblau genommen. Und habe den dann noch so ein bisschen ausgemalt mit Blends. Damit er nicht einfach nur blau ist. Ich finde den so süß. Irgendwie mag ich eh Vögel. Ich mag nur keine Tauben. Hatte ich mal so ein Venedig-Drama als Kind. Ich sag nur, mitten auf dem Blatt eine Handvoll Vogelfutter. Das ist nicht so eine gute Idee. Seitdem habe ich es nicht ganz so mit Tauben. So, wenn man möchte, kann man jetzt einfach ein Blend nehmen. Irgendwas ganz Helles, das sind hier diese Hauttöne. Und dann habe ich dem einfach hier so, wie so Pinselstriche. Und nochmal so ein bisschen einen anderen Ton. Die unterscheiden sich jetzt nicht so richtig, aber ich sehe auf jeden Fall hier bei mir einen Unterschied. So habe ich das jetzt gemacht. Ganz simpel, aber er hat nochmal eine andere Farbe, ne? Und weil ich jetzt hier die Piepmätze schon ausgestanzt habe, mache ich das bei denen auch nochmal. Bei den Kleinen zeige ich euch gleich noch einen Trick, wie man die besser ausstanzen kann. Bei denen hat man ja nicht wirklich hier viel Platz, was anzumalen. So, wenn ihr die nämlich hier so gestempelt habt, dann hat die Stanzform hier unten so Pünktchen, so Löcher. Und das legt man dann so an, dass in den Löchern was Dunkles zu sehen ist. Dann ist das nämlich einmal der Fuß und der Schnabel, Fuß und Schnabel, Fuß und Schnabel. Und wenn da in jedem Loch was Dunkles rausguckt und der Rest auch stimmt, dann habt ihr es sehr gut getroffen. Nur mal so als kleinen Tipp. Die Löcher haben in dem Fall nämlich den Sinn. So, und jetzt müssen wir das hier noch kürzer schneiden. Ich weiß gar nicht, das muss ich mal kurz messen, was ich hier für ein... Ich habe kein Lineal. Ja, so 2,5 ungefähr.
Die packe ich erstmal kurz weg. Weil wenn das zu lang ist, dann sieht das auch nicht aus. So ungefähr, ne? Müsst ihr mal anhalten, was euch gefällt. Also ich fand das jetzt so ganz hübsch. Dann sieht man hier auch noch von dem Muster was. Und dann muss man das jetzt auch auf 4,5 kürzen. Und da habe ich noch drauf gestempelt, denn da ist so ein süßer Muschelstempel bei. Und auch auf das Weiße habe ich da gestempelt. Hat man nämlich hier diesen Stempel mit den drei Muscheln. Und das habe ich in Savanne gemacht. Dann ist das so Ton in Ton. Dann sieht man das so ganz leicht. Dann ist es nicht so nackig. Und hier, da habe ich einen Spruch aus einem anderen Set genommen. Und zwar aus einem Celebration Set. Celebration läuft noch bis Ende Februar. Wo habe ich es denn hingemacht? Ah, ja. Das könnt ihr euch für 120 Euro Warenwert schenken lassen. Und in dem Set ist der Spruch hier zum Geburtstag viel Glück. Denn die Sprüche passten jetzt nur zu meinem Anlass. Vielen Dank von Herzen. Es bleibt die Erinnerung und mehr als eine Perle, ein echter Schatz. Ich wollte halt was zum Geburtstag. Deswegen dieses Set. Und versuchen hier oben gerade. Das ist auch eine ganz tolle Schrift, wie ich finde. Ihr wisst, ich liebe das, wenn das so gerade und Schreibschrift gemischt ist. Das lege ich jetzt nochmal zur Seite, damit das gut trocknen kann. Und bevor ich alles festklebe, ich hatte mir hier nochmal so ein paar Streifen geschnitten, um euch das mal zu zeigen. Also man könnte theoretisch auch nur Designerpapier nehmen, ne? Und dann kommt hier der weiße Streifen hin mit dem Spruch und dann ist die Karte auch schon fertig. Dann kann man vielleicht noch irgendwo, wenn man zumacht, könnte man theoretisch noch ein Schleifchen binden oder sowas, damit es nicht ganz so einfach ist, aber so würde das theoretisch auch funktionieren, ne? Nur ich finde es dann nicht so ganz so schön, wenn man auf so wilde Muster noch dann die Vögel klebt, deswegen. So, dann können wir anfangen. Jetzt kommt der coole Teil. Also alles cool, aber dekorieren macht natürlich am meisten Spaß. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, hier nochmal irgendwas unterzukleben, wie so eine Lage weiß oder so, weil da hat man kaum Platz. Ist eh alles schon so schmal. Und wir haben ja jetzt hier das Marineblau, das guckt ja eh schon raus. Was habe ich denn gemacht? Ich bin so doof. Ich lasse es jetzt so. Oh, Leute. Jetzt haben wir so viel quatscht. Jetzt habe ich den Sand hier. Ist eine dunkle, Wolke, da ist Gewitter. Bescheuert. Nee. Wie rum kam das jetzt? So, ne? Klopp schon.
So, und dann das hier. So, die Muschel wollte ich ja halbieren. Die kommt nämlich hier ganz außen hin. Weil ihr müsst immer dran denken, wenn man es zuklappt, sieht es so aus. Und ich habe ja hier die Muschel hier so ein bisschen reingeklebt und da noch was dekoriert, damit man einfach, wenn die Karte geschlossen ist, hier auch eine schöne Front von oben so hat. Und dann habe ich die nur so ein bisschen hier mit unseren Blending-Pinseln bisschen schattiert, ganz leicht. Das macht immer viel aus. Dann ist es nicht ganz so drist, sage ich mal. Dann können wir damit schon anfangen. Man kann sich das erstmal alles so hinlegen. Ich weiß ja jetzt ungefähr, wo was hinkommt. Aber bevor ihr anfangt, macht euch mal so eine kleine Szene, wie ihr das so haben wollt. Und dann macht man da auch nicht irgendwie noch größere Fehler. Den Vogel habe ich mit Dimensionals aufgeklebt und da könnt ihr auch den so ein bisschen überlappen lassen. Weil wenn die Karte zugeht, kann der ja ruhig hier so ein bisschen rüberlupen, sage ich mal. Ne? Also wenn man es jetzt zumacht, dann kann der Schnabel da ja überstehen. Das sieht ja sogar hübsch aus. Dürft ihr nur nicht auf dem Teil hier machen, weil sonst kriegt das euch natürlich kaputt. Auch die Muscheln, die kann man alle so ein bisschen wie eine Blüte so ein bisschen in Form bringen. Hier habe ich auch noch mal eine Muschel aufgeklebt, weil das ja auch die Seite ist, die man dann sieht. Hier müsst ihr jetzt aufpassen, dass das jetzt quasi in dem mittleren Teil bleibt und auch vielleicht nur so ein bisschen hier oben ankleben, dass man sich das nicht verknickt beim Auf- und Zumachen. So, die Vögelchen. Hier könnt ihr jetzt alles über den Punkt kleben, ne, wie die große Muschel. Gucken, passt das auch? Ja, würde auch passen. Obwohl, ich mache noch mal ein kleines, sonst haben wir nur diese großen. So, dann habe ich da noch eins. Hier fand ich es jetzt nur so ein bisschen leer, deswegen habe ich da noch so eins hingemacht. Da kommt noch ein Mischelchen hin. Das sieht auch schön aus mit dem Gold, ne? Dass man überall noch mal so was Glitzerndes hat. Ja, ich guck mal. Sieht aus wie mein Original. Dann lassen wir es so. Und dann gibt es ja hier diese wunderschönen Perlenakzente, flache selbstklebende Perlenakzente. Die kann man hier wunderbar einarbeiten, was auch passen würde, wäre hier so blaue Pailletten oder sowas. Aber die gehören ja auch zu der Kollektion, deswegen nehmen wir die jetzt einfach mal dazu.
So. Cool wäre es natürlich, wenn jetzt in dem Set noch eine Möwe oder so gewesen wäre. Haben wir jetzt nicht. Dann hätte man hier oben vielleicht noch eine Möwe oder sowas aufstellen können. Einfach so ein fliegender. Kann man sich natürlich auch malen, aber ich will das jetzt nicht versauen. Aber das wäre noch, da wäre es vielleicht hier oben nicht so nackig. Aber wir haben jetzt hier die Gewitterwolke, von daher geht das auch klar. Ja, das ist meine heutige Idee. Ich hoffe, euch gefällt es und ihr testet es mal aus. Macht wirklich Spaß. Könnt ihr mal zu Hause gucken, was ihr habt, was ihr da habt, was vielleicht hier reinpasst. In so eine Collage oder wie man das auch nennt. Und ja gut, sie geht jetzt, sie schließt jetzt halt nicht. Wem das stört, der müsste vielleicht ein Band drum machen. Aber man kann sie ja so in einen Umschlag stecken und dann geht sie eben auf, wenn man sie rausnimmt. Aber dafür kann man sie halt hinstellen. Ja, oder weiß nicht, ein Magnet. Dann hat man hier irgendwo ein Magnet, finde ich auch doof. Also mich stört es nicht, das gehört halt so zur Karte. Ja, viel Spaß mit der Idee. Lasst mir einen Kommentar da. Ich bin gespannt, wie ihr sie findet. Und bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Hallo, da bin ich nochmal. Ich würde mich freuen, wenn du hier mir ein Abo schenkst. Wenn du hier aufs nächste Video klickst. Und wenn du hier meinen Blog besuchst. Bis zum nächsten Mal. Oh,